Leute, ich bin krank und während alle feiern, gerade unterwegs sind, muss ich in der Hängematte selbst verordnet Urlaub machen, also Pause machen. Insofern, man kann nicht wild durch die Botanik streifen, aber wir sind ja nicht Stockshots Traurigkeitsformat, sondern wir versuchen daraus jetzt auch irgendwie einen leckeren Kuchen zu backen, und werfen einfach mal ein eiskaltes wissenschaftliches Auge drauf, was es mit Krankheiten überhaupt auf sich hat, denn Krankheiten sind ja Selektionsmechanismen in der Natur, die dafür da sind, die schwächsten Individuen rauszufiltern. Ja, in dem Fall bin ich jetzt das schwächste Individuum. Gut, beim Menschen, wir haben natürlich gelernt, mit Medizin irgendwie dem ein bisschen entgegenzuwirken. Das gibt es in der Tierwelt natürlich auch, dass bestimmte Tiere sich genau wissen, welcher Pflanzen sie sich bedienen müssen, um irgendeinen bestimmten physiologischen, medizinischen, biochemischen Effekt zu erzielen. Und wir Menschen, wir haben das natürlich perfektioniert. Ich habe mir gestern zwei Ibus reingefeuert, dann bin ich hier wie auf Benzin durch den ganzen Regenwald geheizt. Also wir wissen schon, was wir tun können und sind da so ein bisschen erhaben drüber. Krankheiten sind ja ein Ergebnis von Koevolution in den meisten Fällen. Und eigentlich haben die meisten Krankheitserreger ja gar nicht das Ziel, den Körper, den sie befallen, zu töten. Aber wie gesagt, manche Krankheitserreger kriegen das nicht hin und richten ihren Wirt zugrunde. Und darum soll es auch in dem heutigen Video gehen, denn das ist ein Thema, das ist so dunkel, dass sogar Schwerti das nicht machen wollte. Und deswegen habe ich mich dem gewidmet, weil ich finde es einfach unheimlich spannend. Deswegen wollen wir jetzt mal eine kurze Bewegungspause einlegen. Ich nehme euch mit hier direkt an unseren kleinen Fluss neben der Station. Gehen wir aus der Hängematte, schlagen wir uns ab ins Grüne. Also ich finde, Flüsse im Regenwald sind immer in mehrfacher Hinsicht lebensspendend. Denn einerseits, klar, sie sind die wasserführenden Organe und Wasser ist Leben auf unserem Planeten. Aber hier ist es auch super schön kühl. Also jetzt in der Siesta, wenn die Sonne wirklich 90 Grad zur Mittagszeit auf der Birne steht, dann sucht man sich ein schattiges Plätzchen und möchte eigentlich nur noch ruhen. Und gerade ich jetzt mit meiner leichten Angeschlagenheit freue mich dann total. Denn hier ist es kühler, hier ist es schattiger. Und es ist schwer vorstellbar, dass sich hier irgendwas Schreckliches ablaufen könnte. Aber der Regenwald ist ein Profi darin, sowohl die wunderschönsten Dinge als auch die allerschlimmsten Dinge zu erschaffen. Und gerade mit den Regulationsmechanismen wie Krankheiten hält er sich nicht zurück. Und genau darum geht es ja heute. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, es geht heute um den ganz bekannten Pilz Cordyceps. Den kennt ihr vielleicht aus den Medien, als The Last of Us rauskam, sowohl die Serie als auch der Film. Da hat er die Menschen zu Zombies gemacht. Und es war natürlich eine ganz schlimme, dystopische Vorstellung. Aber für Insekten ist das eben schon bittere Realität. Und dem steht man hier im Regenwald immer wieder gegenüber. An den Unterseiten von Blättern sieht man das oft, dass der Cordyceps-Pilz Ameisen befallen hat. Was macht er jetzt mit den Ameisen? Also so eine Ameise, die läuft über den Waldboden, nichts ahnend, und bekommt irgendwie in ihre Atmungsorgane, in ihre Tracheen, eine Cordyceps-Spore. Die befällt die Ameise von innen heraus und nährt sich natürlich von der. Aber er möchte ein weiteres wichtiges Ziel verfolgen, denn er möchte sich fortpflanzen. Wie macht er das? Er braucht dafür einen guten exponierten Ort, wo er seine Sporen verbreiten kann. Die Sporen verbreitet er über die Luft. Das heißt, er ist also ein Airborne-Parasit, also ein über die Luft übertragener Parasit. Und dafür muss er einen guten Ort finden. Nun hat ein Pilz natürlich keine Beine und möchte auch sich in seinem Wachstum immer ein bisschen zurückhalten müssen. Also wir müssen ja alle Ressourcen halten. Deswegen befällt er also die Ameise und nutzt die quasi als Vehikel. Also die Ameise kriegt davon erstmal nicht viel mit. Dann aber besetzt er das Nervensystem der Ameise und kontrolliert die Bewegung bzw. die Richtung, in die sich die Ameise bewegt. Wohin möchte er nun? Er möchte also hoch hinaus, was die Ameise ja als allerletztes möchte, weil sie da vor Fraßfeinden nicht geschützt ist, und setzt sich an die Unterseite eines gut exponierten Blattes, um da dann schließlich sich zu verbeißen. Also die Mandibeln von der Ameise verkrampfen und sie verbeißt sich ganz, ganz doll in die Ader eines Blattes. Und da bleibt sie dann für immer. Sie stirbt dann und der Cordyceps-Pilz bricht aus ihr heraus, also meistens aus den weicheren Stellen, wo keine Chitinplatten sind. Ja, und dann setzt er seine Fruchtkörper frei, die dann wiederum die Sporen freigeben. Und die werden dann vom Wind weitergetragen zu den nächsten Opfern. Super hart, und als wäre das noch nicht schlimm genug, gibt es jetzt auch noch Ophiocordyceps. Beide kennt man schon ungefähr seit dem 18. Jahrhundert, also seit 1800.
Und Ophiocordyceps ist ein Pilz, der soziale Wespen befällt. Warum ist das nun besonders schlimm? Naja, Wespen fliegen. Ameisen fliegen natürlich auch, wenn es um die Hochzeit geht. Ihr kennt die berühmten Aufnahmen dann, wenn Ameisen sich paaren und ausschwärmen und so weiter. Aber bei Wespen, da haben wir ja das Phänomen, dass wir wirklich fast immer beflügelte Individuen haben. Klar, auch da gibt es Ausnahmen. Aber in unserem Fall hier im Regenwald gibt es natürlich ganz viele soziale Wespenarten, die also auf ganz engem Raum miteinander leben und dadurch auch schneller infiziert werden. Und die, da sie ja fliegen können, tragen diesen Erreger also immer weiter hinaus auf ein viel größeres Gebiet, als so eine Ameise das jemals könnte. Und genau das macht ihn halt so gefährlich. Das ist wie bei uns mit den Wasservögeln und den Viren, die sie übertragen können, oder bei Fledermäusen, wie wir es eben bei der Covid-Pandemie mutmaßlich mitbekommen haben. Ja, und hier an diesem wunderschönen Ort, an diesem kleinen, unschuldigen Baum, da habe ich jetzt mindestens 15 Individuen gefunden von sozialen Wespen, die sich hier verbissen haben, die infiziert sind und aus denen der Ophiocordyceps jetzt herausgebrochen ist. Und hier an der Stelle seht ihr wirklich, da ist komplett Terror. Also hier seht ihr komplett, wie der Pilz aus dem Insekt herausgebrochen ist. Hier schon teilweise, ja, es sieht fast so aus, als würde er aufs Blatt weiterziehen. Und es ist wirklich ein furchtbares Bild, wenn man so möchte. Natürlich auch hochinteressant, denn Krankheiten, das, wie gesagt, sind ja koevolviert meistens. Also im Prinzip sehen wir hier die Spitze der Evolution mit der kleinen Einschränkung, dass er seinen Wirt noch tötet. Also es geht noch besser, auch die Beispiele gibt es in der Natur. Ja, und ihr seht wirklich, wie sich diese Fruchtkörper aus der Wespe strecken und dann quasi irgendwann ihre Sporen in die Luft freisetzen, um neue Wespen infizieren zu können. Ja, also ganz schrecklich, es tut mir leid, aber es ist natürlich furchtbar interessant. Wir lieben das ja in der Biologie und es ist, wie gesagt, auch ein ganz, ganz wichtiger Regulationsmechanismus. Also je mächtiger eine Art wird, desto anfälliger wird sie auch für Krankheiten. Das kennen wir als Menschen gut genug. Ja, ich hoffe, dass es in meinem Fall jetzt nur ein leichter Schnupfen ist und dass der sich bald hat. Andererseits habe ich ja schon eine gewisse Zeit hier verbracht. Also wer weiß, hoffen wir, dass mein Kiefer nicht eines Tages verkrampft und ich mich irgendwo im Dachbalken festbeißen möchte. Und wenn das alles gut geht, dann sehen wir uns entweder auf dem Campus wieder oder im alten Botanischen Garten.